Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute The Witcher 3. So Leute, ich muss leider sagen, ich habe einen Fehler bei der Aufnahme gemacht. Ich habe aus Versehen irgendwie das versemmelt. Er hat es nicht aufgenommen. Also leider diese Folge und ja, ohne Kommentare. Es tut mir wirklich leid. Aber das Video ist toll geworden, es ist ein guter Part, schaut euch an. Wir hören uns dann im nächsten Part. Was denn? Sind dir die Eier abgefallen? Verdammt nochmal, Wes, bist du völlig übergeschnappt. Du ignorierst meine Befehle, gehst auf eine Selbstmordmission und rennst auch noch ohne Brustplatte in den Kampf, mit offenem Hemd und entblößtem Bauch. Du bist nicht mein Vater, Roche. Du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich anziehen soll. Ich bin dein Kommandant und du gehorchst. Partisanenkrieg. Krieg. Dazu braucht man Armeen, verdammte Scheiße. Ich konnte sie nicht im Stich lassen. Sie haben uns geholfen. Soldaten töten, Wes. Sie retten nicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann geh zu den Schwestern der Militäle und werd Heilerin. Verfick nochmal. Gib mir deine Waffe. Du kriegst sie zurück, wenn du wieder bei Verstand bist. Solltest du das jemals wieder sein. Raus! Bren! Oha, ihr habt einen Gefangenen. Wir machen keine Gefangenen. Du hast meine Waffe, Roche. Also muss ich's mit bloßen Händen tun. Lass ihn. Hier gibt es genug Leichen. Was? Du hast mich gehört. Ja, und ich kann es nicht glauben. Er kam her, um Zivilisten zu ermorden. Er hat uns gesehen. Soll er in sein Lager zurückkehren und davon berichten? Em hier weiß, dass wir seine Männer töten können. Er soll erfahren, dass wir auch Gnade zeigen können. Roche, edel von dir, keine Frage, aber ich arbeite gelegentlich für Nilfgaarder. Offen gestanden will ich keine Schwierigkeiten. Das gefällt mir nicht. Aber sei es drum, du sollst wegen dieser Sache keinen Ärger kriegen. Gut gesagt, Geralt. Ein guter Schwarzer ist ein toter Schwarzer. Ich erwürge die Kakerlake. Geh beiseite. Ich mache das. Nein! Druck her! Wir sollten verschwinden, ehe eine Patrouille kommt. Danke, Geralt. Wenn du mal Hilfe brauchst, weißt du, wo du mich findest. Genug ist genug. Lass mich in Ruhe. Bald ist Vollmond. Und den bekomme ich. Mutant. Die wilde Jagd holt sie.
Wohin willst du, Vagabund? Passierschein zeigen. Passierschein? Welchen Passierschein? Zur Bestätigung, dass du kein Magier bist. Ohne kommt niemand nach Novigrad rein oder aus der Stadt raus. Warum habt ihr die Stadttore geschlossen? Um die Stadt von Magiern, Hexen und weiterem Abschaum zu säubern, der hier seit Kriegsausbruch reingekrochen ist. Wir werden jeden Einzelnen fangen und auf den Scheiterhaufen werfen wie verseuchtes Vieh. Tut mir leid. Hab keinen Passierschein. Dann ist die Endstation. Nächster! Halt mal. Wie bekomme ich denn einen? Bring erstmal der Kirche ein Opfer. Dann brauchst du 3 reine Seelen als Bürgen. Passieren lassen. Hier sind seine Papiere. Was? Aber woher? Nicht dein Problem. Auf deinen Posten. Grüße von Sidi Reuven. Hilf einem armen Kerl. Wow! Dafür müsstest du eigentlich zahlen. Ich muss pissen wie ein Stier. Noch mehr Träume. Warum? Mir reicht's mit dem Leben. Ich bring dich zum Heulen. Heilige Scheiße! Heilige Scheiße! Heilige Scheiße! Verfickt! Ich weiß es auch nicht. Mann, als ich gestern gesungen habe, mein Kopf fühlt sich an wie voller Sauerkraut.
Hallo, Kamerad, sei gegrüßt. Machen. Hm? Was hast du anzubieten?
Ich will Karten spielen. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss.